Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos. Und der heutige Zoo, der kommt von meiner guten Mordine. Sag mal Mordine. Gibt es eine weibliche Form von Mord? Auf jeden Fall von Larexio. Die kennen ja sicherlich viele von euch. Ich freue mich sehr auf ihren Zoo. Und sie schreibt natürlich auch noch eine schöne E-Mail für uns. Hallo Dandy. Ich habe mich auch mal dazu entschlossen, einen Park einzuschicken. Ich baue nicht gerne mit diesen Felsen, weshalb ich öfters an manchen Stellen sie weggelassen habe, um schneller voranzukommen. Ich habe auch sehr viel mit entsprechenden Naturobjekten gearbeitet und versucht, die Sicht, also was nicht verbaut wurde, zu verstecken. Mein Park ist offiziell beendet und ich werde ihn auch nicht mehr weiterbauen. Ich habe Workshop-Sachen gekennzeichnet und auch nochmal alle mit einem Weg umrandet. Gästeanlagen habe ich ein wenig untergebracht und Toiletten ganz weggelassen. Beschilderung ist vorhanden, hoffe du kommst zurecht. Ich habe sehr oft unter den Bäumen noch Blumenbüsche, etc. drunter gebaut, nur damit du es weißt und eventuell darauf achtest. Später wurde es weniger. Es gibt eigentlich überall Musik, damit du ihr euch wohlfühlt. Ich habe dir auch schon einen Mitarbeiter bereitgestellt. Jetzt aber wünsche ich euch viel Spaß in meinem Zoo. Du darfst den Zoo gerne veröffentlichen. Liebe Grüße, Larexio. Vielen, vielen Dank. Und ich bin schockiert. Keine Toiletten für Dandy? Wie soll ich diesen Tag nur überleben in deinem Zoo? Na, das werden wir gleich herausfinden, denn wir besichtigen jetzt den Zoo von Larexio. Uff, das war eine lange Anreise, Leute. Und ich muss jetzt erstmal ganz, ganz dringend auf Toilette. Nee, Spaß. Mal gucken, ob ich die Toiletten vermissen werde oder nicht. Wahrscheinlich schon. Direkt Musik, direkt ein bisschen Nebel. Und die... Oh, das sieht voll schön aus hier. Wow. Mega atmosphärisch hier. Nicht schlecht. Bisschen laut die Musik, aber sonst. Also die Bäume und die Bepflanzung im Hintergrund hier, das sieht echt schön aus. Oh, da sieht man auch plätscherndes Wasser. Ach, wie cool. Hier geht es auch direkt über eine Brücke. Ach, das ist doch schön. Ich bin ja so großer Fan von diesem Nebel, muss ich sagen, ne? Das werde ich definitiv in meinem Zoo, den ich jetzt demnächst auch noch weiterbaue, auch sehr viel verwenden. Ich werde jetzt allgemein, wenn ich eure Zoos besichtige, mir, denke ich mal, relativ viel Inspiration holen. Weil ich halt jetzt auch wieder unbedingt ein bisschen selber bauen will. Willkommen. Sieht auch schön aus. Ein selbstgebautes Eingangsschild. Finde ich sehr süß. Sieht so ein bisschen asiatisch aus. Gut, hier stehen ein paar Shops. Eine Toilette. Muss ganz dringend. Workshop. Okay, du hast hier einen schönen Brunnen genommen. Ja gut, den hättest du auch selber bauen können. Das ist jetzt kein aufwendiges Workshop-Objekt. Aber ist cool, dass du es rangeschrieben hast. Schöner Springbrunnen. Das mit dem Geländer hier, das hätte man ein bisschen sauberer, glaube ich, machen können. Dazu wir vielleicht noch mal ein bisschen mehr Mühe geben müssen mit den Wegen. Weil das sind, glaube ich, die Standardgeländer von den Wegen. Und das ist hier nicht ganz rund. Also das ist auch hier... Ich weiß, es ist, glaube ich, schwierig, das so hinzubekommen, aber ich glaube, das hätte man noch ein bisschen cleaner machen können. Ist aber trotzdem schön. Wie laut die Musik ist teilweise. Okay, hier haben wir ein paar Shops. Ich höre schon die nächste Musik im Hintergrund. Nicht, dass du hier zu viel Musik eingebaut hast. Auf jeden Fall gibt es hier ganz viel Essen und so. So, wo kann ich auf Toilette? In Busch? Okay. Oh Mann. Komm, mein Toilettenhäuschen hättest du ja auch noch hin platzieren können. Egal, macht nichts. Darauf werde ich jetzt das ganze Video drauf rumreihen. Alter, kommt mir das nur so vor, dass die Musik übeltrieben laut. Junge! Okay, ich werde das wahrscheinlich im Videoschnitt ein bisschen runter regeln für euch, dass es nicht zu laut ist. Da lang Dandy. Oh, okay. Afrika Schildkröten. Ah, okay. Wir gehen müssen links, ne? Nee. ich habe übrigens, du hattest auch noch so eine Wegbeschreibung für mich oder so eine kleine Erklärung dazu geschrieben. Habe ich jetzt schon wieder vergessen, bin ich ganz ehrlich. Hier wäre das erste Gehege. Ich weiß gar nicht, was es ist. Das finde ich hier immer cool, wenn man das so abrundet. Aber diese ganz normalen Barrieren finde ich halt nicht so schön. Habe ich auch schon öfter gesagt. Ist jetzt allgemein nicht so mega das spannende Gehege. Das hier sieht auch nicht ganz so schön aus. Also hier muss man das Wenn dann noch ein bisschen mit Felsen machen, so wie du es hier gemacht hast. Hättest du vielleicht noch ein bisschen mehr hier machen sollen. Sieht ein bisschen unnatürlich und ja, kantig hier aus. Ich glaube, wenn du hier ein bisschen mit dem Terrain-Tools auch noch ansprichst, würde das auch schon fast reichen. Wenn du hier so ein bisschen felsig machst und hier oben ein bisschen grüner oder so.
Aber schlecht ist es auch nicht. Was ich gut finde, ist, dass du hier Höhenunterschiede drin hast. Das sieht ganz cool aus. Also das ist hier flach und dann hier hinten so ein bisschen hügelig. Dadurch wirkt das sehr natürlich. Guck mal, hier hast du das vorbildlich gemacht. Aber du hast, glaube ich, auch reingeschrieben in die E-Mail, ne? Dass du teilweise später nicht mehr so viel Felsen gemacht hast. Also hier sieht das super aus. Das hast du wahrscheinlich dann da weggelassen, weil, ja, keine Zeit und so mehr. Oh, Schildkrötis. Ach, süß. Dürfte Galapagos sein, oder? Ja. Wunderschön. Schildkröten sind ganz tolle Tiere, wie ich finde. Ich habe aber, glaube ich, noch nie in echt so eine riesige Schildkröte gesehen. Zumindest kann ich mich nicht erinnern. Weil die sind ja richtig, richtig groß. Die werden ja auch uralt, glaube ich, ne? Über 100 Jahre. Finde ich voll krass. Ich glaube, wenn ich auch so langsam laufe, dann werde ich auch so alt. Aber die Frage ist, will man so alt werden? I don't know. Ich glaube, irgendwann ist auch der Punkt erreicht, wo du dir denkst, nee, danke. Jetzt kann ich mich gar nicht mehr richtig selber bewegen und irgendwas machen. Dann muss das auch nicht sein. So, hier haben wir das nächste Gehege. Ein Bärengehege. Oh, hier ist die Musik gar nicht mehr so laut. Okay, müssen wir mal gucken. Wahrscheinlich habe ich sowieso vergessen, die Musik leiser zu machen im Schnitt. Ach, schön. Cool. Bin ja allgemein eigentlich nicht so ein großer Fan, auch wenn ich es jetzt in meinem eigenen Zoo auch so mache, von so Glasscheiben, wo man durchguckt. Ich finde es immer cooler, wenn man ja das Gehege ein bisschen runter macht, zum Beispiel hier von der Ebene und dann so von oben nach unten runter guckt durch ein Geländer. Weil ich finde immer das Glas bei Planet Zoo, das nimmt mir teilweise so ein bisschen zu viel Sicht. Also ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Das ist mir irgendwie immer so ein bisschen ja nicht durchsichtig genug. Und wenn dann die Sonneneinstrahlung schlecht ist, hier geht es jetzt sogar noch, dann sieht man fast gar nichts. Ist aber schön. Sehr interessante Form hier vom Wasserfall. Sieht auch ganz gut aus, muss ich sagen. Also sieht jetzt nicht schlecht aus. Das hätte man wahrscheinlich noch ein bisschen, was cool gewesen wäre, hättest du den Wasserfluss so hinbekommen, dass es wirklich, das wäre mal ein richtig cooler Wasserfall. So links nach rechts. Aber sieht schon sehr cool aus. Sehr interessant. Ich finde das hier besonders schön. Das sieht super aus. Auch hier der Felsen. Das finde ich cool gemacht. Oh, da ist sogar ein Bär. Das ist sehr cool hier, der Berg. Gefällt mir richtig gut. Toll. Auch wieder schöne Pflanzenwahl hast du auch getroffen hier. Ich mag das auch, dass du im Hintergrund diese ganzen großen Bäume und so hast. Das macht eine sehr schöne Optik. So. Was sind denn das für Bären eigentlich? Grizzlies? Ja, dürften Grizzlies sein. Gut, hier fehlen wieder ein paar Felsen. Aber da wollen wir jetzt gar nicht so drauf eingehen. Ich kann es halt verstehen, ne? Wenn man alles so ausschmückt, wie du es hier gemacht hast, ist es natürlich wunderschön. Aber das dauert halt. Und ich kann auch verstehen, dass man sich irgendwann sagt, so, ne, kein Bock. Oh, wie schön. Workshop. Oh, die Musik wieder ultra laut. Stehe ich neben der Box oder was? Din, din, din. Ach, schön. Ich mag diese Felsskulpturen. Aber das wäre auch sowas, das würde ich nie selber bauen. Das würde ich mir auch aus dem Workshop holen. Kann ich voll nachvollziehen. Du hast natürlich sehr viel mit Standardwegen gearbeitet, was ich immer nicht so spannend finde, aber selber Wegegeländer und so zu bauen, das ist immer eine ultra nervige Arbeit. Also kann ich auch verstehen, dass man da einfach das dann so lässt. So, wo geht's denn hier rüber? Oh, schön. Ich mag das auch, dass du verschiedene Musik an den verschiedenen Spots gemacht hast. Danke. Cool. Ja gut, du hast immer mit relativ vielen natürlichen Barrieren gearbeitet. Das werden wahrscheinlich die Gehege sein, die du später dann gebaut hast und keine Lust mehr hattest, hier mit Klippen abzustecken oder so. Das dürften jetzt Gabelböcke und Bisons sein. Also in Nordamerika sind wir hier. Hast du wieder einen kleinen süßen Wasserfall gebaut und gemacht. Also man sieht auf jeden Fall, dass du das kannst mit den Klippen. Ich glaube, da lag es einfach an der Zeit. Ist auch nochmal ein süßer Unterstand. Workshop. Cool. Okay, hier sieht es teilweise ein bisschen kahl und so noch aus, aber ja, ist trotzdem ein sehr schönes, solides Gehege. Okay, was haben wir auf der anderen Seite? Oh, Tapir. Auch tolle Tiere. Die Marilyn Monroes unter den Tieren. Mit Schönheitsflecken. Na, wo steckst du? Da. Oh, wie süß der quiekt. Ah, die Babys sind sowieso mega sweet von den Tapiren. Auch toll. Ich finde es auch schön, dass du überall einen Wasserfall eingebaut hast. Oder zumindest so ein bisschen plätscherndes Wasser. Mag ich immer sehr gerne.
So, was ist das jetzt hier? Was liegt denn da oben? What the? Nach Afrika? Was ist das da? Das ist ein geheimes Easter... Ach! Ach, wie cool! Was für eine coole Idee. Das ist noch in Bauarbeiten. Ich verstehe. Die Buchstaben liegen hier noch alle. Wow, cool. Sehr schön. Nach Afrika. Gehen wir mal dahin. Ach, schön. Das sieht cool aus. Ab nach Afrika, Leute. Ist übrigens noch früh morgens. Direkt nach dem Aufstehen wieder ein Zoo. Gerade gefrühstückt. Ah, jetzt ein Schluck Käffchen gegönnt. Und jetzt muss ich ganz dringend auf Toilette. So, was haben wir hier? Tripos. Wo sind sie? Hallo? Tripos? Where are you? Wo sind die? Die sind doch riesig, die Dinger, oder sind das Zwerghippos? Ach, hier. Ach, ihr Faulenzer. So ein Leben müsste man mal haben, ne? Könnte tatsächlich sogar ich sein. Original ich. Wie süß er läuft. So, weiter geht's. Hippos haben wir auch gesehen. Schön viel Wasser hier im Gehege untergebracht. Auch wieder einen kleinen Wasserfall gebaut. Nicht sehr süß. Gut, das Spritzen und so hätte man, glaube ich, noch ein bisschen sauberer machen können, aber ja, deshalb so wild. Ist trotzdem sehr schön hier. Oh, hier ist noch... Achso, ja, hier komme ich ja sogar her. Schildkröten. Oh, das ist noch Nordamerika, okay. Ah, ich verstehe. Das ist das Gehege, was wir vorhin als erstes gesehen haben. Hier geht es dann auch rum. Okay, das ist cool. Das hast du sehr gut gemacht vom Wegenetz. Hier kann man nämlich den einen Bereich dadurch komplett abkürzen. Das ist sehr, sehr gut. Oder hier halt zurückgehen, wenn man möchte. Also das hast du echt gut gemacht. Sehr schön durchdacht. So. Vor allem, wenn ich das verstehe, dann wird sich hier niemand verlaufen. Das ist immer ein gutes Zeichen. So. Okay, jetzt geht's wieder ans Schlangenraten. Das ist lang her, aber das dürfte die... Nicht die Todesotter, wie heißen die andere nochmal? Ah, jetzt habe ich den Namen vergessen. Das ist auf jeden Fall nicht die Todesotter, die andere Otter. Puffotter, genau. Nur den Namen vergessen, ich wusste aber, welches ist. So, das ist der Goliath-Riesen-Frosch oder so. Wow. Wer würde den auf die Hand nehmen? Wäre jetzt nicht so geil. Aber auch nicht so schlimm. Goliath-Frosch, genau. Goliath-Frosch. Voll riesig. Ja, auch sehr schön hier gemacht. Schön mit dem Schilf gearbeitet. So. Afrika-Misch 2 und Hyänen. Gepard, Löwe, Afrika-Misch 1. Gehen wir erstmal nach Afrika-Misch 1. Haben wir hier. Weiß nicht, was hier ist. Es versteckt sich. Aber was, glaube ich, ganz gut ist, wenn man solche Zäune macht hier mit so... wo man durchfassen kann, dann sollte man, glaube ich, ein bisschen Abstand mit der Barriere machen zum Weg und hier nochmal so eine kleine Barriere vor oder so ein Zaun. Habe ich auch schon mal in einem Zoo von euch gesehen, fand ich sehr cool. Ist halt realistisch, damit sich Gäste da nicht durchpacken können. Weil, wenn da irgendwelche Hyänen oder so drin sind, ich glaube, die können schon gefährlich sein. Okay, Geparde sind hier drin. So, was haben wir hier noch? Kaffernbüffel und Weißschwanzgnus. Gut, die Barrieren immer im Hintergrund bin ich halt kein Fan von, aber das wisst ihr ja. Habe ich ja schon 100.000 Mal gesagt. Ach, Giraffen sind hier auch. Ach, oh Scheiße, ich habe noch eine Mod installiert. Esel im Afrika-Gehege? Wie kann das sein? Larexio, was ist mit dir los? Ah, nee, Onaga, ne? Onaga. Nee, das wären eigentlich Zebras gewesen, Leute. Ich habe vergessen, die Mods zu deinstallieren, aber macht ja nichts. Auch wunderschöne Tiere, Giraffen. So ein kleines Afrika-Mischgehege. Oh, ein Kaffernbüffel-Baby. Und ein Straußenbaby auch. Wenn die so klein sind, sind die noch so süß. Und dann? Dann werden sie zu Monstern. Okay. Ja, solche Mischgehege sind immer nice. Hier seht ihr die Esel. So. Gut, hier fehlen wieder ein paar Felsen und so. Das Gehege sieht allgemein noch so ein bisschen kahl aus. Aber das hier hast du sehr gut gemacht, um die Baumstämme, Blumen und so. Ich bin stolz auf dich. Hast du ja auch extra eine E-Mail geschrieben hier. Da bin ich allgemein großer Fan von, wenn man sowas macht. Weiß nicht, warum das in mein Gehirn eingebrannt ist, aber neben Baumstämmen wachsen Büsche.
Ich weiß, also in echt ist es wahrscheinlich gar nicht so schlimm so. So, was haben wir hier? Das dürfen die Geparden sein, ne? Der sieht natürlich auch noch so ein bisschen kahl aus, muss ich sagen. Das Gehege. Aber du hast noch viele FPS. Also ich finde es gut, dass du irgendwann dir gesagt hast, hier ziehe ich einen Schlussstrich und mein Zoo ist fertig. Finde ich völlig in Ordnung. Man muss auch nicht auf Krampf weiterbauen. Das Ganze, ihr müsst immer bedenken, Leute, das Ganze soll Spaß machen. Das ist hier kein Wettbewerb, wer baut den krassesten Zoo oder sowas. Das Wichtigste ist, dass es euch Spaß macht beim Bauen und dass es mir Spaß macht beim Besichtigen. Und das macht es sowieso. Jeder Zoo ist schön auf seine Art und Weise. Geparden sind übrigens auch wunderschöne Tiere. So, let's go. Ihr wisst ja, wie ihr mich catchen könnt mit Toiletten, Nebel und Wasserfällen und Musik. Damit könnt ihr mich catchen. Guck mal, hier gibt es wieder Snacks, aber keine Toiletten. Frech. Aber wieder schön die Natur hier gestaltet drumherum mit den Büschen. Das hast du wirklich sehr gut gemacht. Es fällt mir die ganze Zeit positiv aus. Du hast dich überall so viel Mühe gegeben mit den Pflanzen. Sieht so schön aus hier. Komm mal. Oh. Ein eigener Zaun. Das sieht ja cool aus. Coole Idee. Finde ich nice, dass du hier einen eigenen Zaun gebaut hast. Ich mag solche selbstgebauten Sachen eh immer sehr gerne. Das liegt, glaube ich, daran, dass ich diese Standardsachen von Planet Zoo schon so häufig gesehen habe. Oh, Löwen. Hello. Where are you, Lions? Boah, die Gehege sind aber auch groß, ne? Gehen wir hier weiter. Die verstecken sich alle irgendwie gefühlt. Ach, da. Ach, cool. Das ist natürlich gut, ne? Da kann man hier schön beim Schlafen die Löwen sehen. Oh, ganz viele Babys. Ganz tolle Tiere. Ganze Rudel. Ja, schön. Toiletten? Nee. Ganz viel zu trinken und zu essen, aber keine Toiletten. Was sagt nicht, dass hier Sackgasse ist? Okay, das ist natürlich jetzt ärgerlich. Jetzt muss ich natürlich wieder zurücklaufen. Wäre cool gewesen, hättest du hier noch den Weg zurückgeführt. Dann hätte man nicht zurücklaufen müssen. Und damit sind wir wieder an der Weggabelung hier. Afrikamisch 1 haben wir gesehen und Gepard und Löwe. Jetzt geht's zu Afrikamisch 2 und Hyänen. Da geht's jetzt hin. Das ist jetzt noch Geparden. Hier gibt's noch ein paar Bänke. Und das ist ja auch süß hier. Süßer, kleiner, selbstgebauter Blumentopf. Oh, die Erde guckt hier ein bisschen durch. Ah, das ist ja schön. Hast du dir mal eine eigene Barriere gebaut? Cool. Da war die Motivation noch da. Ist das hier der Mitarbeiterweg? Das finde ich cool. Ich glaube, das ist der Mitarbeiterweg. Ja, da vorne ist, glaube ich, der Eingang. Sehr schön. Oh. Hier ist auch wieder was Eigenes gebaut. Da bin ich großer Fan von, wenn man selber Sachen baut. Da sind die Hyänen. Ich kann mir das immer gar nicht vorstellen, dass die so eine hohe Bisskraft haben. Also sie sind auf jeden Fall ganz oben mit dabei auf der Liste von den Tieren mit den stärksten Biss. Ich glaube, unter dem weißen Hai oder so sind die. Ist richtig krass. Aber ich glaube, das liegt daran, dass die auch so Knochen und so zermalmen müssen. Deswegen haben die, glaube ich, so eine harte Bisskraft. Das habt ihr irgendwann mal in die Kommentare geschrieben. Da habt ihr. Das finde ich immer sehr interessant, wenn ihr mir Fakten und so zu Tieren sagt. Weil ich bin sehr interessiert an sowas, an so Wissen zu Tieren. Also gerne, wenn ihr irgendwas wisst zu Tieren, wo ich mich frage, warum ist das und das, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ob ich es dann lese, ist natürlich die andere Frage. Aber wenn ich es lese, freue ich mich sehr darüber. Oh, schön. So, das dürfte eine Rappenantilope sein. Yes, oh, ich bin so gut. Und das dürfte ein Spießbock sein. Yes, oh. Irgendwann lerne ich sie alle, die Tierchen hier. Diese ganzen Böcke, Antilopen und Gazellen. Irgendwann kann ich sie alle. Das ist jetzt Afrikamisch 2. Oh, schön. Wieder ein Wasserfall. Da schwimmt ein Warzenschwein. Hier hast du wieder schöne Felsarbeit gemacht. Ja, mit Felsen kann man sich wirklich stundenlang austoben. Das hast du auch wieder selber einen Zaun gebaut. Finde ich immer schöner. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass diese Standardzäune, dass man die so sehr kennt. Ich glaube, daran liegt das. Okay, hier ist auch eine Sackgasse. Ja, Sackgassen sind immer schwierig. Ich meine, jetzt hier geht's noch, aber vorhin bei der anderen Sackgasse war ein bisschen doof, muss ich sagen. Weil da musste man echt weit zurücklaufen. Hä, ich weiß jetzt gar nicht. Muss ich jetzt wieder zum Eingang oder was ist jetzt der Plan? Wait a minute. Können hier wieder zurück, ne?
Genau. Weiß gar nicht, sind wir jetzt schon durch? Keine Ahnung. Also hier würden wir ja wieder zurückkommen. Das fand ich ja sehr gut, dass du es hier gemacht hast mit dem Rund. Oder mit dieser Abkürzung. So, Abkürzungen sind sowieso immer sehr gut. So, da lang dann die. Ja, das habe ich gemacht. Gibt es denn noch eine andere Seite? Nee. Ich glaube, wir sind durch, Leute. Ich glaube, wir sind durch. Kann das sein? Don't know. Kamera machen wir mal eben aus hier. Nee, hä? Hier sind ja noch Sachen. Hier ist noch ein... Ah, alright. Wir sind nicht durch. Seht ihr, gut, dass ich geguckt habe. Kann man eigentlich die Lautstärke regeln von diesen Boxen? Weil die Musik ist teilweise echt ein bisschen laut. Oder die Boxen sind zu nah dran platziert. Aber das ist natürlich schwer zu testen und zu optimieren. Zum Wolf, zum Asia-Bereich. Ach, logisch. Wir haben jetzt Nordamerika und Afrika durch. Jetzt geht's zum Asia-Bereich. Gott sei Dank. Nicht, dass ich das hier verpasse. Oh. Okay, hier hast du dir noch richtig Mühe gegeben. Alles selber abgesteckt. Oh, hier hättest du sogar das Geländer lieber weglassen sollen. Das wäre um einiges cooler gewesen. Weil hier hast du ja sogar so ein selbstgebautes Geländer gebaut. Vielleicht hättest du auch einfach dann noch so eine Querstrebe hier durchmachen können. Aber wir schauen uns das mal an, ohne Geländer. Welcher Weg ist denn das? Uff, jetzt mache ich hier alles kaputt gleich. Da. Nein! Ich mache hier wirklich alles kaputt. Der Mitarbeiter ist noch da. So, nur mal einmal gucken. Ja, hier hättest du vielleicht einfach so Querstreben noch machen können und dann hättest du ein eigenes Geländer gehabt. Sieht auf jeden Fall schöner aus als dieses Standardgeländer. Aber wieder ein toller Wasserfall. Das finde ich sehr cool mit dem Baumstämmen hier. Oh, hier hast du noch richtig viel Felsarbeit und so gemacht. Sehr schön. Da unten sind Wölfe. Alright. Hier auch wieder schön die Landschaft dekoriert. Das hast du ja sowieso sehr viel gemacht. Sind Wölfe asiatisch? Eigentlich sind die doch eher so Nordamerika, oder? Ich weiß es gar nicht. Schreibt es in die Kommentare, wo man alles Wölfe findet. Ach, guck mal, wie süß. Das ist echt toll hier gestaltet alles. Das Einzige, was mich hier stört tatsächlich, ist der Bordstein und das Geländer. Aber bin ich sowieso nicht großer Fan von. Ich finde es ja auch sehr schade, dass man an erhöhten Wegen die Bordsteine nicht ausblenden kann. Auch ein tolles Haus hier. Sehr schöner Stil. Ein Workshop. Ich finde es eh mal mega interessant, was die Leute im Workshop alles für kreative Ideen haben. Bin ich immer sehr begeistert von, wie kreativ die Menschheit denn ist. Oh, hier ist ein Red Panda Gehege. Auch sehr süß gemacht hier mit den Palmen. Die eine Palme steht schief. Ah ne, die stehen alle ein bisschen schief. Ich glaube, das ist gewollt. Okay, dann ist es okay. Dann ist es okay. Ach, auch coole Idee hier. Hättest vielleicht noch ein bisschen mehr in den Boden senken müssen. Dann wäre es, glaube ich, noch cooler. Das sieht so ein bisschen so aus, als wenn das schwebt. Ein paar Klettermöglichkeiten. Oh, wie leise das ist. Irgendwie ist hier keine Musik. Ich vermisse die Musik. Ich liebe Musik. Okay. Oh, hier ist sogar echt was, alles selber gebaut noch. Mit Barrieren. Finde ich viel, viel schöner. Also wirklich. Sowas sieht schon gleich viel nicer aus. Finde ich auch cool, wie du das hier gemacht hast. Auch mit diesen Pflanzen. Sehr süß. Hallo, könnt ihr mal aus dem Weg? Auch eine sehr schöne Kletterstelle hier. Kann natürlich sein, dass die aus dem Workshop ist, wobei die nicht markiert ist. Ich denke mal nicht. Das ist aber sehr süß hier gemacht mit dem kleinen Häuschen und so. Cool. Oh, hi. Und noch schöne Felsarbeit gemacht. Sehr gut. Haben wir hier ein paar Infoschilder. Oh, ein begehbares Gehege. Faulen. Juhu. Okay, die laufen hier und man kann direkt in ein anderes Gehege noch gucken. Im Faungehege. Oh, hier sind die Pandas drin. Hallo? Oh, schön. Das finde ich immer toll. Man geht so einen Berg hoch und dann hat man so ein schönes Landschaftsbild hier. Ist so toll gestaltet. Hinten schlafen die Pandas. Hier so ein Kirschblütenbaum oder wie die heißen. Ne, wie heißen die noch? Noch Kirschblütenbaum. Okay. Die süßen Pandas mit dem Boot. Ich mag diese Boote auch sehr gerne, diese asiatischen. Richtig schön. Irgendwann in meinem Leben werde ich mal in so einem Boot sitzen und damit fahren.
wenn es in Venedig oder so ist. Das ist zwar dann nicht asiatisch, aber mal gucken. Venedig ist, glaube ich, auch sehr schön. In Italien war ich auch tatsächlich noch nie. Auch wieder ein cooles Haus hier. Ich weiß, es ist aus dem Workshop, Leute. Ich habe es gesehen. Aber man kann ja trotzdem auch die Workshop-Sachen mal ein bisschen bestaunen, ne? Ich versuche mir ja gerade auch so ein bisschen Inspiration zu holen für meinen Zoo, den ich baue. Das ist echt cool. Ich mag die Form sehr gerne. Mit diesem Schrägdach und dann hier diese Eingänge. Die Tiere können da auch rüberlaufen übers Dach. Interessant. Okay, weiter geht's. Wo geht's hier hin? Ah, Rundgang blau, Rundgang rot. Wir machen erstmal blau. Ich glaube, du hast auch reingeschrieben, was ich zuerst machen soll. Ich habe es aber halt vergessen, leider. Das finde ich echt cool, dass du dir hier so Mühe gegeben hast und das selber gebaut hast. Auch hier mit dem Gitter, dass man hier mal ohne Glas gucken kann. Richtig cool. Es dürften jetzt was sind das für Bären? Isabellbären? Ich glaube schon. Ja. Isabellbären. Ich glaube, ihr habt mir auch schon die Unterschiede mal erklärt in den Kommentaren. Gut, hier fehlen natürlich wieder ein paar Klippen und so. Allgemein so ein paar Klippen. Aber hast du ja geschrieben. Ne? Hier hast du dich echt noch ausgetobt, was eigene Barrieren angeht. Da bin ich großer Fan von. Ist aber halt auch viel Arbeit, ne? Ich meine, hier sind jetzt halt nur so Säulen, aber trotzdem besser als die Standarddinger, meiner Meinung nach. Definitiv. Gut, hier die Wege und so, das noch abzustecken. Aber du hast auch einen relativ großen Zoo gebaut, mit relativ vielen Tieren und vielen Gehegen. So, was haben wir hier? Ach, das ist eine Höhle. Eine riesige. Okay. Oh, Elefanten sind hier. Hä? Warte, wait. Sind das nicht nur die Isabellbären hier? Das Schild ist falsch. Ich glaube, das ist wirklich falsch. Das müssten eigentlich die Isabellbären sein. Nee, hä? Da sind doch Elefanten drin. Was? Warte mal. Sind die gemischt? Oder bin ich jetzt einfach doof? Ach nee, da ist eine Oh. Hier hinter waren die Isabellbären. Okay, ich bin einfach doof. Hier sind halt wirklich Elefanten drin. Indische Elefanten haben wir hier drin. Oh, tatsächlich sind das hier so asiatische Bäume. Die sehen eher so nordamerikanisch aus. Ich glaube, die Bäume sind eher so Nordamerika-Style. Ach, wie süß. Die kleinen niedlichen Babys. Sehr schön. Na gut, hier fehlt natürlich wieder Klippen ein bisschen und so. Aber ich finde es toll, wie du die Landschaft gestaltet hast. Ich habe das Gefühl, du hast dir teilweise für die Landschaft mehr Mühe gegeben als für die Gehege. Aber das hast du wirklich toll gemacht. Gefällt mir sehr gut. Tolles Landschaftsbild hier. Hier hätte man natürlich noch so als minimale Verbesserung diese fallenden Blätter einbauen können und noch so ein bisschen Nebel im Hintergrund. Das wäre, glaube ich, echt schön. Es ist auch so schön, aber ich liebe ja diesen Nebel und die fallenden Blätter. Aber wie cool das aussieht hier. Du hast dir echt so viel Mühe gegeben. Hammer. Ach, das ist der gleiche Rundgang. Okay. Den haben wir jetzt abgeschlossen. Einmal um die Gehege rumgegangen. Alright. Geht's wieder zurück. Hier durch. Und dann müssen wir gleich rechts abbiegen. Also das Wegenetz ist relativ leicht verständlich. Finde ich gut. Also man kann sich nicht so verlaufen, wirklich. Oh, hier endet das Ganze einfach. Okay, ich glaube, wir sind durch. Jetzt sind wir aber, glaube ich, wirklich durch. Boah, hier ist echt die Musik ultra laut. Ich weiß jetzt schon die ersten Kommentare. Dandy, du hast vergessen, die Musik leiser zu machen. In den Kommentaren, im Schnitt. Wird wahrscheinlich auch passieren. Na, mal gucken. Mal gucken, vielleicht denke ich auch dran. Ich glaube, wir haben alles gesehen jetzt, ja. Hier endet nämlich das Afrika-Ding. Du hättest das, glaube ich, hier sogar verbinden können oder so. Hier nochmal einen Eingang reinmachen können, dann hätte man nicht hier diese Sackgassen gehabt. Hm. Ist aber cool gewesen, hat echt Spaß gemacht. Toller Zoo. Cool, dankeschön, Larexio. Hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Der Zoo, wie heißt denn der eigentlich? Ich schau mal eben nach. Gute Frage, Leute. Das Safe Game heißt America North Larexio. Ich nenne den Zoo jetzt einfach mal America North. Ich gehe mal davon aus, dass das der Name ist.
Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie ihr den Zoo von Larexio fandet. Mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht. Das Safe Game zum Zoo, das findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr den mal runterladen und selbst ausprobieren. Falls ihr einen Zoo habt, den ihr einsenden wollt, findet ihr dazu auch alle Infos unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen. Lasst ein Däumchen da und bleibt gesund. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.